Ja, herzlich willkommen. Ja, ich habe gerade ein schönes Erlebnis gehabt. Also, es war wirklich sehr interessant. Ich habe versucht, ein Video direkt bei Facebook aufzunehmen über meinen Herzberührer-Kanal. Und das war eigentlich vorher so kein Problem. Nur jetzt wurde ständig eingeblendet, WhatsApp installieren und Nachricht und so. Also du hast quasi jetzt das zu tun. Also ich konnte mein Video quasi fast nicht vernünftig zu Ende bringen. Und deshalb habe ich mich entschieden, jetzt eben für den Herzberührer-Kanal, ja, hier dann speziell für YouTube die Videos aufzunehmen. Auch bei YouTube habe ich nicht genügend Follower, so dass ich nicht direkt hochspielen kann. Also es ist immer ein bisschen kompliziert, aber ja, dann ist das halt so. Und ja, und dann ging es weiter. Dann wollte ich mit meinem normalen Kanal, also Christoph Arnold, Trio Krio, auf Facebook ein Live-Video machen. Da sagt mir auf einmal, dass gar nicht die Auswahl. Ich kann gar kein Live-Video mehr aufnehmen. Was ist los? Ich denke, oh, hat Facebook irgendwas geändert? Ja, schreib so einen schönen Post in Facebook. Ne? Unter dem Motto, sehr merkwürdig. Dann nehme ich durch Zufall mein anderes Mobiltelefon in die Hand, was wiederum ein anderes System drauf hat. Ja? Und da war eine andere Version von Facebook drauf. Guck mal an. Und schwuppsdiwupps konnte ich auch wieder ein Video, Live-Video machen. Auf meinem normalen Kanal mache ich derzeit eben hauptsächlich das internationale Video, nämlich alles auf Englisch. Also wer möchte, kann da natürlich auch gerne dann zuschauen, mit reinschauen. Herzlich willkommen. Da versuche ich nur so ein bisschen Englisch zu quatschen. Ja, quatschen, 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 quatschen. Ja, der Samstag ist so ein bisschen der Tag bei mir, wo ich ja so ein bisschen darauf achte, was erzähle ich denn so die ganze Zeit? Oder was geht denn da jetzt auch in meinem Kopf vor? Ja, also man hat sofort gemerkt, ich habe sofort gedacht, okay, Facebook hat irgendwas geändert. So sah es ja auch aus. Ja? Und nur dadurch, dass ich die Chance hatte, mit einem anderen Betriebssystem, mit einem anderen Handy wiederum auch Facebook aufzurufen, habe ich eben entdeckt, okay, nein, es war nicht Facebook, es war scheinbar da dieses andere Betriebssystem oder ne, das schöne mit dem I vorne, dieses Handy, Handyphone. Nicht, dass ich hier noch Werbung mache für sowas, was mir dann nicht erlaubt, ein Video hochzuladen. Ach so, ja, das war auch. Also ich kann von Facebook auf jeden Fall, das habe ich über beide Varianten ausprobiert, kann ich nicht mehr herunterladen. Ja, also ich kann nicht einfach mehr jetzt sagen, okay, bisher war es eben immer so. Schon Facebook hatte mir gar nicht mehr die Chance gegeben, das direkt hier auf YouTube auch zu teilen. Wobei von YouTube kann ich immer noch zum Glück auf Facebook hochladen. Umgekehrt geht es nicht. Und ja, dann hatte ich einen Zwischenschritt und habe das heruntergeladen auf mein normales Handy dann, um es dann wieder bei YouTube hochzuladen. Ja, ein bisschen umständlich, aber ich habe gedacht, na gut, aber dann
ist es wenigstens überall vorhanden. Und dann ja, haben auch mehr Leute die Chance, das zu sehen. Naja, ja, jetzt habt ihr die Chance, halt eben immer originale YouTube-Videos zu bekommen. Ja, wie gut ist das denn? Ja, also, was geht da so immer in unseren Köpfen drumherum? Automatische Gedanken, die hochschießen und die eben nicht richtig sein müssen. Das ist die Lektion, die ich wieder heute nochmal vor Augen geführt bekommen habe. Okay, all das, was du vielleicht da als Lösung präsentiert bekommst von deinem Kopf, ist ja alles nur aus der Vergangenheit. Jetzt hat sich aber aktuell was geändert und deshalb konnte mein Kopf mir gar nicht die richtige Lösung anbieten. Und deshalb ist es manchmal gut, nicht auf den Salat da oben zu hören, der die ganze Zeit macht und sofort irgendetwas produziert als Antwort, sondern einfach mal zu schauen, okay, gibt es eine andere Möglichkeit? Kann ich etwas anders machen? Und dadurch wirklich im Hier und Jetzt zu sein und wirklich auch die Chance zu haben, Neues nochmal zu erleben und nicht alt aufgewärmtes. Ja, okay, ja. Schaut einfach mal heute, wenn ihr mögt, wie viel aufgewärmtes Altes immer wieder da im Kopf herumschwirrt und was gerne einfach mal losgelassen werden kann, weil es ist Vergangenheit. Also, ja, danke.